Die Geisterjäger sind endlich gelandet. Ja, Ghostbusters Rise of the Ghost Lord ist jetzt für 34,99 bzw. 54,99 im MetaQuest Store vorhanden. Ja, ich habe mir die Basisversion erstmal geholt für 35€, also ohne die 6-monatigen DLCs, die ihr mitkauft, bei der großen Edition mit Skins und so weiter. Aber das Spiel ist natürlich das gleiche. Ja, ob Ghostbusters jetzt den großen Hype ja standhalten kann, das habe ich mir für euch mal angeschaut. So Leute, los geht's mit Ghostbusters und es geht hier direkt mit so einem Text los, ne? Und mit so einer unheimlichen Musik. Ist auf jeden Fall schon mal knackscharf und ich kann es gut lesen. Und jetzt schauen wir mal, was so passieren wird. Da ist der Geist, Ghostbusters. Okay, sie hauen ja schon auf die Kacke so ein bisschen, ne? Probably hunt me down and sue me for all I don't have. This seems sketch. Something's up with Gustav, Gabby. This okay. Sudden PK. San Francisco. Gegenwart. Sehr schön. Sieben Uhr morgens. Okay. No insane listens anyway. Just get my pack back. Thanks, T. Gustav Hook Fabers Villa. Ja, das Spiel fängt direkt mal an, ne? So, das ist auf jeden Fall knackscharf, so wie ich es mag. Also da gibt es nichts zu meckern. Oh, dieses Bild hier super knackscharf. Und ja, es zieht schon wieder nach, weil ich die Aufnahme wahrscheinlich gestartet habe. Ich habe wieder Krise im Bild. Okay, jetzt zieht es nicht mehr nach. Ja, so ein bisschen. Aber es kann wieder eine Aufnahme liegen. Die Quest ist leider noch nicht so hundertprozentig. So, aber wenn du den linken Stick, um dich zu bewegen, und den rechten Stick, um dich zu drehen, drücke Einstellungen. Das machen wir erstmal. So, das ist auf jeden Fall knackscharf. Das sieht hier im Hintergrund richtig cool aus. Also das muss ich sagen, das, von der Optik gefällt mir das schon mal so, der erste Eindruck. So, spielt derzeit Hockfiebers Villa Team. Habe ich noch nicht. Ich spiele natürlich alleine. Ich mache das trotzdem mal aus, falls da gleich noch jemand reinkommt. Einstellungen. Schauen wir mal. Steuerung. Falle öffnen, bewegen, Option. Greifen. Falle. Okay, ja, das wird ja alles nochmal so gezeigt, ne? Wie der Protonenstart geht, PKE geht, Falle. Und ich bin natürlich Rechtshänder. Nee, ist das jetzt für rechts? Ja, jetzt passt das, ne? So, ich habe Snap-Turn. So, Voreinstellungen, umschalten, halten, geschmeidig, Bewegungstyp ist geschmeidig, das funktioniert, Drehungstyp machen wir auch mal, das läuft, ja, es zuckelt ein bisschen nach, ne? Aber das kann, wie gesagt, an der Aufnahme liegen, die Quest ist da leider noch nicht so, ja, 100%. So, wir können hier auch eine Vignette einschalten, eine Bewegungsblinker, Mittel, Hoch und so weiter. Hüftausrüstung tauschen, ja, nein. Haptik deaktivieren, wenn ihr möchtet, aber brauchen wir nicht. So, Audio kennt man natürlich, aber ich mache es natürlich, dass ihr einmal sehen könnt, was ihr alles einstellen könnt. Untertitel machen wir, beiläufige Untertitel lasse ich aus. Größe klein, groß könnt ihr auch noch einstellen, ne? Die Größe und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, fortsetzen. Okay, wir bewegen uns. Also wie gesagt, es zuckelt ein bisschen, wenn ich mich drehe, aber wie gesagt, das kann in der Aufnahme liegen. Laufen funktioniert wunderbar. Wenn ich den Kopf drehe, dann zuckelt da auch nichts. Nur wenn ich mich über den Stick drehe, ist es ja ein bisschen am Ruckeln. Aber es sieht optisch wirklich toll aus. Also das muss ich sagen. Also das gefällt mir schon. Oh, ich habe sogar Hände. Comic-Hände. Auch sehr cool. Also ja, also visuell schon mal sehr cool. So. So, ich soll jetzt ein Equipment suchen. Also das sieht wirklich sehr cool aus. Das muss ich schon sagen. Flimmern hält sich echt total in Grenzen. Hier ist was gar nichts. Unter der Tür da, der Spalt, der ist jetzt so ein bisschen am Flimmern. Aber das sticht so raus, weil sonst eigentlich nichts flimmert, ne? So, wir schauen uns mal so ein bisschen um. Okay, ich kann sogar Dinge hier eigentlich einfach aufheben. Okay, ich sollte dieses PKI-Messgerät mir holen. Dann wende die Greiftaste, um das PKI-Messgerät. Okay, das sieht sogar... Oh,
okay aus, muss ich sagen. Halte dein PKI-Messgerät aufrecht, während du herumgehst. Deine Arme heben sich, wenn du ein Signal auslöst. Ah, guckt. Ah. Also, ich gehe jetzt Richtung Geist, ne? Jetzt ist hier gar nichts, ne? Und jetzt gehe ich Richtung Geist. Und jetzt passiert ja was. Oh, da ist Schleim. Da. Schleim. Schleimi. Was ist passiert? Ja, ich tauch's ja da rein. Also, das kann man auch machen. So. Ja, und jetzt? Soll ich weiterlaufen oder was? So. Achso, scanne. Guck mal, das steht da gar nicht. Ne, dass ich scannen soll, ne? Hilfe am Blick auf dein PKI-Messgerät. Auf der Karte ist X ein wichtiger Punkt. Da soll ich jetzt reingehen oder was? Okay, geht ja nicht anders, ne? Hallo? Another handprint. My guess is it belongs to my runaway assistant. Okay, kann man das aufmachen, wenn man möchte? That's a portrait of Gustav Hookfaber, nee. Dude with the cane. Okay, also optisch, Gustav Atmosphäre, Hookfaber, das ist schon mal sehr cool. Das Hero, gefällt mir. Mentor, philanthropist and current Bay Area resident. He moved here from Sweden in so, gescannt. Die nächste Tür geht auf. Kann ich hier auch rein? Das ist alles zu. Das ist alles zu, also kann ich nichts machen. Halte AX gedrückt, um dein aktuelles Ziel anzuzeigen. Folge der Quelle zum nächsten Ziel, finde den Protonenstab und die Falle, raus mit dir. Was denn, wieso raus? Das ist doch schon scheiße, wieder raus mit dir. Was soll das heißen? Ich nehme mir was mit zum Schlagen. Ich sauf mir dir erstmal ein. Ich sauf mir Mut an, Leute. Komm, geh weg. So, nächstes Ziel. Das aufmachen hier, oder was? Hallo? The PKE led you here. Try scanning the bookcase for a clue. Hab ich. Ich spring mich hier nichts an, ey, dann. Ziele aktualisiert. There's something behind the bookcase. My last assistant must have found. Ah, okay. Gustav, you're a bit of a cliche with this secret bookcase door. Okay. That radar signal looks different because it's coming from downstairs. Ah, okay. Ich muss jetzt einen tiefer. Also ist das hier ein Aufzug, ne? Seht ihr, da ist so ein Pfeil drauf. Ich muss das ein bisschen höher halten, weil die Quest nimmt unterhalb derzeit nicht auf. Das ist alles ein bisschen höher, ne, das Bild. Auch das ist ein Fehler derzeit in der Quest-Reihe. Leider. Also nicht wundern, wenn ihr unten irgendwie mal was nicht seht. Ne? Also das Bild wird nach oben geschoben bei der Gameplay-Aufnahme. Leider, 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 leider. Ja, ihr merkt, es sind ein paar Sachen drin noch in der Quest-Reihe, die noch nicht ganz so rund laufen. Ich habe das den Hebel angefasst hier. Komm, geh bloß weg mit irgendwelche Anspringscheiße hier. That's the power gone. You're stuck down there unless you find a way to restore it. Was? Ach Leute, das ist doch schon wieder alles hier Dreck, ey. Komm, 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 geh weg. Well, that's not right. Das ist komisch. Komm. Okay. Hier ist ein Poltergeist oder so, ne? Komm, hier nicht mit so eine Erschreckkacke hier. Okay, die Türen gehen selber auf, wenn ihr die kurz angefasst habt. The PKE meter is reacting to those floating manifestations. Class 1 okay. Ectoplasmic vapor. Why here? Also ich kann das jetzt hier von hier aus. Was denn? Nicht scannen. Ach, das ist eine Falle, ne? Oder was ist das? Hebe die Falle auf. Great work. That's my muon trap. Ah, jetzt habe ich das hier. Guck mal. So. Hebe die Falle auf. So, und jetzt? Try it out on those floating PK emotes. Launch the trap underneath them. Ah, die kann man da hinschmeißen. Ah, guck mal. You got it.
Hebe die Falle auf. Wie macht man das? Gar nicht? Also, die muss man hier mit dem Trigger wieder reintun. Kann man da mehrere Sachen reintun, ne? Okay. Hebe die Falle auf, indem du... Ah, guck mal, die kann ich sogar so einsaugen. Sehr cool. Ja, das ist bis jetzt ganz cool gemacht, ne? Muss ich sagen. So, zack. Okay. So, jetzt geht's nach oben, ne? Ist da ein Fall nach oben? Ne, aber ich gehe ja trotzdem nach oben. Oh, okay. And the power to fix if you want to go home later. So, light work. PKE meter is picking up something big. Ich höre was. Glad you got my trap. Aha, hört ja wie Slimer, ne? Shh, look. Wo denn? It's a class 3. Ach da, okay. Free floating, full torso. You need to launch your trap under it. Okay. Was ist denn, du Affenbirne, ey? You okay? That was awesome. Great job. So, ich hab einen Geist. I've been fighting in the Bay Area for decades and I wasn't there to see it. It's fine. I'm not salty. I mean, you were lucky that one was just chilling. Don't get too cocky. If anything spiked... Einfach mal weiter. Oh, der sieht tot aus. What's going on? I've only got static. Hallo? Okay. Okay, der wollte irgendwas drücken, ne? Is that Gustav? What the hell happened? Okay, Gustav ist tot. Well, this just got complicated and urgent. Find my proton pack and get out quickly or the Ghostbusters will be framed. Again. Okay. Jetzt soll ich da raus, wo der angegriffen worden ist. Hier ist doch was am Piepen, ne? Ja, aber da passiert nichts. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Hallo? I'm just going to put this out there and I don't want to freak you out at all. It's possible that whatever. Achso, das war auf der anderen Seite, ne? Deswegen gehe ich jetzt hier rum. In this place. Ja, sehr schön. Okay. Nehmen wir mal auf das Ding. Spring mich nie an, ey. Komm. Jetzt bin ich pissig hier, ey. Okay. Ah, there's a broken fuse. I expect that tripped the power. Fix it and get yourself home. Ja, da steht Fuses, guck mal. Okay. That's it. There you go. That elevator will be working. Was ist denn? As soon as you... Das muss doch scheiß Licht an. Nicht oh oh. Look, my proton pack. Grab it. Okay. Look, my proton pack. Grab it. That's it. Now get out of there. This is bad. Okay, da kommt jetzt ein Geist oder was? Ja, ist okay von der Optik, ne? Und jetzt? Jetzt drauf schießen? New plan. You're gonna get a quick lesson in particle throwing. Okay, ich hab die abgeschossen. You survived. Phew. Now maybe the doors. Ich bin voll geschleimt hier. Dann noch was? Sorry, friend. Work's not done yet. A couple more to trap. Launch the trap under the ghost and use the proton wand to drag them above it. That
Okay, man muss gar nicht genau zielen, also. Looks like some kind of ecto containment unit. Has the city been free of ghosts because Gustav was mopping them up this whole time? Okay. But why? Aber irgendwie ist das schon cool, ne? Bin der Ghostbuster. Get ready. There's more coming. Ach, was denn? Okay, soll ich jetzt eigentlich dran rumziehen? Ach, guck mal hier, dann verliert der Gesundheit. Oh, das Ding ist... Okay. So, das geht eigentlich sehr cool. Von der Hand kann man nicht meckern. So, geht diese Tür auf hier, oder was? Was? Komm her, du. Ja, was zum Henker, was zum Teufel? Ach du, komm, geh weg. Oh mein Gott. Ist kaputt. Oh, komm her, du. Ja, fangen den doch. This is crazy. Keep your head down, let them fight it out. Ach so, die kämpfen jetzt untereinander. Okay. Aber man, die hauen hier schon auf die Kacke. Also, ich habe Schlimmeres erwartet, ganz ehrlich. Okay, immer noch kaputt. Oh, schleimig. Sie ist geschleimt. Oh, weg ist er. Ja, der hat Angst vor mir, ne? Ja, du kleiner. Jetzt kommt die Ghostbuster-Musik hier, Leute. Ich bin der Ghostbuster. So, HQ Onboarding. Jetzt geht's ab in mein HQ. So, dann schauen wir mal. So. Und auch das sieht eigentlich cool aus. Es ist Quest-Grafik, aber... Was ist das denn? Also kann man nicht auch machen? So, ihr könnt es alleine spielen und natürlich auch in Multi. Und Multi ist natürlich... Ja, der Hauptaspekt bei dem Ding hier ist das Echo und Echo 1 heißt das, glaube ich, ne? Okay, also das Logo ist hier zum Beispiel, das sticht so ein bisschen aus, weil das so pixelig ist, ne? Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich eine sehr coole Optik. Hier ist die Map. Was haben wir noch? Okay, das ist dann auch wieder nicht so schön. Also es variiert so ein bisschen, seht ihr, ne? Pizza können wir essen, yam, 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 yam. Ich kann auch vielleicht hier kochen, kann mir auch die Pfanne in die Fresse hauen, wenn ich will. Also ihr könnt hier auch ein bisschen scharf machen, ne? So, reparieren kann man ja auch Dinge vielleicht, aber es geht überall durch, ne? Seht ihr? Also das stimmt nicht so ganz, aber okay. Aber im Großen und Ganzen schon sehr cool. So, was können wir hier machen? Ach, ich soll zum Spind, ja. Da war ich doch gerade schon. So, wähle ein Kostüm auf der rechten Seite aus. Ja, wer bin ich denn? Boah, das sagt mir ja gar nicht. Ich bin hier die Schlaftröte, komm. Yeah, ich bin die Schlaftröte. Was ist mit meinen Beinen? Die bewegen sich nicht. So. Okay. Ja, ist okay. Ist ein Spiegel, ne? Okay, so. Jetzt gehen wir zum Mission Board. Okay, soll ich irgendwas hier hinbiegen? Stell deine Ausrüstung auf die Maschine. So, hol den Protonenstab hinter deiner Schulter von... Hab ich. Jetzt kann man das hier verbessern, guck mal. Partikelstromdüse. Drucken. Oh. Wo ist das Ding hin? Ah, danke. So. So.
fertig. Good as new. This bench is the go-to for our full-timers. They put their city dollars back into upgrades and different nozzles. Everyone has a favorite. Okay. Verbesserung abgeschlossen. Können wir noch mehr verbessern? Ach, guck mal, hier vier Spieler. Ah, nee, das sind Arsch. Wollte ich ja sagen, aber... Oh, Neuigkeiten. Ja, es sollen vier Arenen sein. Das habe ich im Vorfeld irgendwie gelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Deswegen gucke ich natürlich jetzt erstmal hier für euch ein bisschen rein. Kann man das auch verbessern? Nee. Ja, riesen Totenschädel mit so einem grünen Dingen an hier, ne? Meine Kostüme waren aber immer cooler, das muss ich sagen. Es klingelt. Was ist? Okay. Ich will auf Geisterjagd gehen hier, komm. Ich bin ungeduldig. Ich zeige euch das hier alles. Guck mal hier, so richtig geile Kamerafahrt extra für euch. So. Beifall, Standort, Fabrik. So, annehmen. So, jetzt gehe ich zum Echo. Los geht's. Also, optisch, technisch toll. Atmosphäre kommt sehr cool rüber. So Ghostbusters-like, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. The famous Hookfaber Factory. Check your PKE meter. It'll show you the location of the activity. Okay. Kann man irgendwas mitnehmen? Kann man irgendwas finden? Big T disabled the basement lock for us. Okay, so am Hebel ziehen, ja klar. Wow, this looks grim. Okay, so jetzt bin ich irgendwo hier im Keller oder was, ne? Kanalisation. Oh my god. That's the clean energy prototype Hookfaber showed off in the 90s. Super cagey about how it worked. My money was on nuclear. You gotta take a look. Okay. A proton condenser? Ja. I'd recognize that sound anywhere. But why? Dann muss ich nach oben, ne? Das ist ein Pfeil nach oben. Ziele aktualisiert. Finde den Befall. Am Hebel ziehen. What the hell? He's got a ghost in there. Okay, da ist ein Geist drin. I think we've seen enough. Can you switch it off or something? Tschüss. Okay, ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe es mal wieder in Arsch gemacht, wie immer. Kennt man ja von mir. Aber das soll so, ne? Okay, so wir gehen jetzt hier mit dem PKE-Meter durch. Was denn? Okay, wieso bist du vollgeschlagen? Gib jemanden High Five. Hi, gib mir selber High Five oder was? Hi. Ja, ich hab ja keinen Member. Look, it's the ghost girl from Gustav's mansion. She seemed to have beef with the ghost lord too. Ah, die kommt dann beim Einzelspieler und hilft mir. Aber das sieht irgendwie schon sehr cool aus. Spectral activity is in the next room. Okay. Hier ist nichts. Wo denn? Geradeaus? Das ist doch zu, ne? Ah, da ist ein Hebel, guck mal. Okay. Also mir gefällt es bis jetzt. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich, Leute. Oh, der ist aber ein bisschen größer, ne? There it is. Yuck. I've seen these before. Nest monster. Okay. Its eyes are the weak point, but it'll take something to make. Kann man das auch mit einer Hand? Mit einer Hand könnte abhaken. It's closing its eyes when you shoot it. Okay. Wo ist das Vieh?
Ja. Geht nicht. Was ist das denn? Aber jetzt, ne? Jawohl. Sag. That got Nesty's attention. Can you get its eye? The eye is a pain. See on 7? You need to pull against it to build up heat, then vent the proton pack at just the right time. Okay, ist mal quietsch. The eye is a pain. Okay. So, habt das Ei? Auge, Ei. Okay, ah, guck mal, die hilft mir jetzt hier. Okay. Geister gefangen 2. Don't forget, fire the pulse to get the eye out. Okay. Okay, ich bin hier der Super Ghostbuster. Komm her, du. Hä? Zack. So, ich bin der Augenfänger. So. So, ich habe meinen ersten Job geschafft. Mission erfolgreich. Jobbezahlung, verstrichene Zeit 5 Minuten. Weitermachen. Geister habe ich 2. Das wäre natürlich jetzt im Multi, ne? Mitarbeiter des Monats bin ich. Ja, yeah, ich bin ja Mitarbeiter des Monats. Zum Hauptquartier zurückkehren. Okay, das war so die erste kleine Mission. Also ihr seht, worum es geht. Ich suche Geister. Muss die fangen, ja, das wäre jetzt ein bisschen größer der Geister, muss ich das Augen rausholen und so, sonst sind es kleine Geister und so weiter. Mit Five Hands, Shakes kann man. Was ist das denn? Okay, jetzt bin ich hier im. Das sind Leute, ne? Okay, die spielen jetzt mit mir mit. Guten Tag. A new Ghostbuster in the house. Okay. Okay. So. Hallo. Hallo, ich habe aber Mikro aus. So. Standort Chinatown. Da ist was auf dem Tacho. Erntemaschine. Standort Alcatraz. Komm, wir gehen mal nach Alcatraz. Okay, ich guck mir das mal an, ne? Da kann ich jetzt da irgendwie. Ich will es doch alleine spielen. Raumcode privat. Okay, hier ist mein Raum. Code könnte da joinen, aber es guckt ja keiner. So, gehe zum Echo 1. Gigafalle abholen. Ah, guck mal hier, Verbesserungsstation. Verbessern, verbessern. Ja, ich mach mal meinen Strahl hier besser, ne? Wie viel habe ich denn? Habe ich nicht genug Geld für? Guck mal. Das kann ich verbessern, ne? Ja, dann mach das mal. Ja, und jetzt, das druckt das hier aus oder was? Ist das jetzt verbessert? Okay. Danke. So. System bereit. Ach, da ist Eco. Guck mal, ich muss das. Ah, wir fahren jetzt zu viert. Ah, ich hab's da nicht gerafft. Tut mir leid. Ich dachte, ich muss wieder in den Kofferraum, ne? Ich dachte, der kleine Mann muss in meinen Kofferraum hier. So, das ist jetzt online schon. Also, ich spiele jetzt mit Leuten. Aber ich glaube, die können mich nicht hören. Ich weiß das nicht. Könnt ihr mich hören? Wenn ihr mich hören könnt, dann. Okay. Said no one ever. One-way ticket, I presume. Well, I guess it won't be open again for tourists anytime soon. Okay. Let me tell you about Gigatraps. They can be tuned to an EMP frequency and left somewhere to see what's collected. Okay.
There's one in this place that's pre-programmed to capture anything connected to the Ghost Lord. Bring it back to HQ for analysis, and we might start to figure out how to defeat him. Okay. Yeah, that's what we're looking for. Remember, it's gonna be tough to carry the trap without releasing what's inside. Best to work. The Giga Trap is down. Quick, someone pick it back up! Okay, Cups. Oh, well done. It's under control again for now. Look how the objects move when you get the Giga Trap near. Was ich das machen? Your path out of here might be different to how you arrived. Remember, the trap can be dangerous to hold. So pass it around and share the burden. Was soll ich jetzt machen? Ja, mach mal hier, oder? Ey, da ist er! Mach mal hier, mach mal den tot! Okay. Okay. Dankeschön. Okay, okay, okay. So, also ich muss das jetzt hier rausbringen. Hallo, da ist jemand! Classic trappable. You shouldn't have any trouble with this one. Okay, tether it, wear it down by pulling against it, then bag it in a trap. Kann ich das jetzt hier loslassen oder was? Nee. Gib mal High Five hier, komm. Hallo. Gib mal High Five hier. Ich brauche mal High Five hier, hallo. Gib mal hier, hi. So, danke. Okay. Ist weg. Okay. War das jetzt scheiße? Ich glaube, wir haben verloren. Okay. Wir haben verloren. Gut. Weiter mal. Das war scheiße. Aber ich war am besten, ne? Guck mal hier. Ich habe da meiste Geld gemacht. Ich war am begeistertsten. Ich hab's, ne? Du sahst gut aus und du warst ein Unterstützer. Okay. Ja, nicht geschafft. Also ihr seht, da sind verschiedene Spielmodi drin. Ich find's ganz cool. Und ich glaube, für den ersten Eindruck reicht das auch erstmal. Ja? Frage ist natürlich, wie kann ich das alleine spielen, wenn ich das gar nicht... Okay, so, ich gehe jetzt hier mal raus. So, zurück zum Hauptmenü. Okay, so. So. Okay, so, jetzt bin ich hier im Hauptmenü und Schnellspiel San Francisco veranstalten, Spiel beitreten, Einstellungen offline. So, ich drücke einfach mal auf Offline und dann könnt ihr wahrscheinlich alleine spielen, ne? Machen wir mal. Ja, jetzt komme ich wieder ins Hauptquartier. Jetzt kann ich alleine spielen, wenn ich möchte. Also ihr könnt es dann auch wirklich alleine genießen, wenn ihr keinen Bock habt hier. Du bist Offline-Spieler, suche Raum an den Raum betreten. Und jetzt kann ich hier die Sachen praktisch alleine zocken. Ja, Leute, ich glaube, das reicht für den ersten Eindruck. Ich werde das Ding natürlich nochmal im Multiplayer ja zeigen. Mehr dazu natürlich dann gleich im Fazit. Ich gucke hier nochmal, was hier noch so ist. Guck mal, hier kann man noch rumlaufen. Ach, guck mal. Aha. Oh, hier kann ich üben. Okay. Man könnte ja nur ein bisschen hier rumknattern, ne? Könnte ein bisschen üben. Ja gut, okay, hier kann man jetzt so ein bisschen üben, wenn ihr wollt. Habt ihr noch so einen Trainingsplatz. Hier habe ich noch gefunden, sehr cool, ne? Ja, ich finde es gar nicht schlecht. Also ich bin gespannt im Multi, ja, und wie viel wirklich drin ist. Also wenn das jetzt hier immer die einzelnen Maps sind, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wenn dann 5 Arenen vielleicht, dann ist die Brücke auch noch was, dann wären es 6.
Ja, muss ich mir mal anschauen im Multiplayer, ganz in Ruhe. Und da sage ich euch gleich, wie gesagt, im Fazit was zu. Also noch ganz, ganz kurz dranbleiben. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte jetzt hier fast eine Lizenzgurke erwartet. Ja, ganz, ganz ehrlich. Also ich bin da sehr verhalten dran gegangen an dieses Spiel. Und der erste Eindruck direkt, ja, als ich vor dieser Villa gestanden habe, das war schon cool. Das muss ich wirklich sagen. Das hat mich visuell direkt ja nicht geflasht, aber es sah ordentlich aus, es sah gut aus. Und ja, auch die Atmosphäre richtig, richtig toll. Ja, leider alles in Englisch, aber ihr könnt die Untertitel phänomenal lesen. Ja, alles sieht sehr gut aus. Es ist zwar alles ein bisschen spartanisch, ne? Also in den Leveln sind nicht viele Gegenstände vorhanden. Aber das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch. Es sieht stimmig aus und es macht Spaß, die Räume zu erforschen. Ja, ihr habt die Geisterjägerwaffe dabei, diesen Protonstrahler, ne? Diesen Protonpack oder wie sich das Ding schimpft. Dann das PKE, um die Geister überhaupt aufzuspüren. Und natürlich die Falle. Ihr müsst die Geister ja auch irgendwie einfangen. Das Ganze könnt ihr alleine spielen. Dann kommt zwischendurch so ein Geist, der euch hilft wegen dem Abklatschen. Oder halt mit 4 Leute im Multiplayer. Ja, ich habe jetzt das Tutorial alleine gespielt. Das war sehr, sehr stimmig, sehr, sehr cool. Ja, ein guter Einstand. Dann eine kleine Mission alleine und habt ihr schon gesehen, da war auch ein größerer Geist bei, da musste ich erst die Augen rausholen, ja, also den Stück für Stück fangen und dann kamen noch normale Geister zwischendurch. Dann war ich auf einmal in einer Lobby, ja, ich habe gar nichts gemacht, zack, war ich drin. Auch das Spiel ist dann sehr schnell gestartet und da musste man dann so eine Falle durch die Gegend tragen und die musste auch immer einer festhalten, ja. Also ihr seht, das Ganze variiert so ein bisschen, ist nicht nur einfach nur, ja, durch die Häuser oder durch die Gänge rennen und Geister fangen. Nein, es sind verschiedene Aufgaben drin. Es ist mir ein kleiner Kritikpunkt aufgefallen, das war dieses Abklatschen. Weil wenn ich ja vollgeschleimt bin, kann ich ja nichts mehr machen und dann muss mich mein Mitspieler abklatschen. Das hat er auch getan, aber man bekommt kein Feedback. Also ich habe da so durch den durchgepackt, ne? Der hat ja auch so die Hände gemacht und da vibriert er aber nicht. So von wegen, ja, du bist jetzt wieder geheilt. Ne? Ich habe nur irgendwann gesehen, oh, der Schleim war weg, aber es war null Feedback dahinter. Das würde ich mir vielleicht noch wünschen, dass man dann noch so ein bisschen, ja, die kleinen, feinen Schrauben noch so ein bisschen dreht. Aber im Großen und Ganzen hat alles phänomenal funktioniert. Ich kann auch meine Waffen upgraden, meine Falle und so weiter. Auch daran ist gedacht. Es stellt sich jetzt nur eine Frage. Ja, wie groß ist der Umfang? Wann habe ich alle Maps durchgespielt? Wie lange habe ich damit Spaß? Ja, also das ist noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber technisch, visuell, auch von der Atmosphäre richtig, richtig toll. Und ich werde das Ding natürlich nochmal im Multiplayer testen. Nämlich unser Discord-Team, die We Are Terabytes, schauen sich das Ding in Halloween an. Dienstagabend startet der Livestream bei uns. Also schön reinschauen. Wenn das jetzt schon nach Halloween ist, dann habe ich euch das Video hier oben verlinkt. Ja, also das kommt natürlich erst noch der Livestream. Und dabei ist natürlich Sunshine We Are und der Sheppy und meiner einer. Und dann gehen wir natürlich auf Geisterjagd. Das ganze Ding hat natürlich einen Raumcode, also wenn ein Vierter joinen möchte, traut euch, ja, dann ist das, ja, Ghostbusters-Team komplett. Also, Mittwoch, dann der Livestream. Ja, sind wir schon mal im Discord, dann joint natürlich jetzt gerne unseren Discord hier, unser We Are Terabytes-Team. Wie gesagt, wir sind jetzt ein Gemeinschafts-Discord, haben auch jeden Mittwoch um 19:30 Uhr eine Chill- und Chat. Ja, treffen, ja, das macht die Sunshine We Are und dort treffen wir uns alle und schnacken ein bisschen über We Are, Gott und die Welt und was weiß ich noch. Also gerne mal joinen, Link zu unserem Discord natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung zu finden. Vergessen habe ich jetzt die Kommentare, ja, also kommentiert noch gerne dieses Video. Eure Meinung zu Ghostbusters, ja, eure Erwartungen wurden erfüllt, ja, nein oder ihr habt doch ein bisschen mehr erwartet oder sogar mehr bekommen als erwartet. All das mal hier unten reinschreiben. Ich bin gespannt, werde ich mir durchlesen und natürlich auch beantworten. So, und jetzt wieder ab in die, ja, Geisterwelt, würde ich schon fast sagen. Das Proton-Pack genommen und Geisterjagen. Und dazu wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß. Und jetzt, ja, mache ich auch weiter und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video, ihr wisst schon, wiedersehen.